von der zeitlichen Struktur her, wir beginnen mit dem Unterricht immer um 7.55 Uhr, 5 vor 8 geht's los. Die Unterrichtsstunde selbst dauert wie an den meisten Schulen 45 Minuten. Wir haben eine erste Pause von 15 Minuten nach der zweiten Unterrichtsstunde und nochmals eine Pause von 15 Minuten nach der vierten Unterrichtsstunde, sodass am Vormittag um 12.55 Uhr, 5 vor 1 der Unterricht endet. Eine kleine Besonderheit an unserer Schule: in den beiden Vorkursen des Kollegs und des Gymnasiums sowie in der Jahrgangsstufe 1 des Kollegs und in beiden 10. Klassen des Gymnasiums findet bei uns auch am Samstag Unterricht statt. Nicht jeden Samstag, sondern alle 14 Tage in einem zeitlichen Umfang von 4 Unterrichtsstunden zu jeweils 60 Minuten mit entsprechenden Zwischenpausen, sodass an Samstagen der Unterricht um 12.20 Uhr endet. Das hat den Vorteil, dass in den genannten Klassen grundsätzlich nachmittags kein Unterricht stattfindet und die Schülerinnen und Schüler damit die Möglichkeit haben, daheim sich auch entsprechend immer auf den nächsten Unterrichtstag vorzubereiten, ohne noch zusätzlich am Nachmittag hier an der Schule sein zu müssen. Jetzt gibt es mal eine gute Nachricht. Ferien gibt es natürlich auch, wie in Bayern üblich, mit einer kleinen Nuance. Wir beginnen das neue Schuljahr traditionell bereits einen Tag früher als die anderen Schulen, gehen dafür einen Tag früher in die Weihnachtsferien. Und ich kann Ihnen versichern, ob Sie 6 Wochen Sommerferien haben und einen Tag zusätzlich oder nur 6 Wochen, das ist eigentlich wurscht. Aber einen Tag früher in die Weihnachtsferien gehen zu können, das ist vom Feinsten. Was ist noch wichtig? Träger unserer Schule ist seit einigen Jahren die Caritas-Schulen GmbH im Bistum Würzburg. Wir sind also eine kirchliche Schule. Allerdings steht die Schule allen Religionsgemeinschaften offen, wenn man zu den Rahmenbedingungen Ja sagt. Das wäre einmal die Teilnahme am Religionsunterricht und zum anderen, wir haben noch diese klassische Tradition, am letzten Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien, vor den Osterferien, vor den Pfingstferien, da haben wir nie 6 Stunden Unterricht, sondern hören nach der 4. Stunde auf, feiern dann mit der ganzen Schulgemeinschaft in der schuleigenen Kapelle hier im Haus einen Gottesdienst und als Schulleiter erwarte ich einfach, dass da alle kommen. Ganz egal, ob evangelisch oder katholisch oder Moslem oder Buddhist oder gar nichts. Wer das unterstützen kann und daran teilnimmt, der hat natürlich auch die Möglichkeit, hier Schülerin oder Schüler am Theresianum zu werden. Als private Schule erheben wir ein monatliches Schulgeld von derzeit 40 Euro, beginnend mit dem Monat September, endend mit dem Monat Juli. Der August ist also beitragsfrei. Und was noch dazu kommt, einmal im Schuljahr, das sogenannte Kopier- oder Papiergeld in Höhe von 25 Euro, das in der Regel im Monat Oktober fällig ist. Das war's im Großen und Ganzen. Es ist kein leichter Weg, das sage ich ganz offen und ehrlich. Also wer sich auf diesen Weg einlassen möchte, über das Theresianum zum Abitur zu gelangen, der muss auch ordentlich arbeiten. Wir bieten die Rahmenbedingungen. Wir helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Aber die eigentliche Arbeit liegt bei den jungen Menschen. So ist es eben. Es geht ja schließlich auch um sie und um ihr Leben. Da wünsche ich Ihnen viel Glück und ich freue mich, von Ihnen zu hören.